Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Himmelsvorschau für Astrofotografen und diesmal für den Januar 2023. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr 2023, vor allen Dingen natürlich Gesundheit und natürlich auch klare Nächte, so dass ihr eurem Hobby oder unserem Hobby besser gesagt nachgehen könnt, auch im neuen Jahr. Die aufmerksamen Zuschauer werden vielleicht bemerkt haben, dass sich die Intro leicht geändert hat. Ich musste wieder zurückgreifen auf eine Intro, die ich selber mal erstellt hatte, weil die Intro, die ich zuletzt benutzt hatte, die ist nicht mehr verfügbar, zumindest jetzt für die neuen Monate. Ich werde jetzt im neuen Jahr nach und nach mal ein kleines Makeover meines YouTube-Kanals machen und bin bestrebt, ein paar Sachen zu erneuern, unter anderem auch diverse Intros, auch hier der Himmelsvorschau. Mal schauen, aber bisher oder heute muss ich dann auf die alte Intro der Himmelsvorschau zurückgreifen. Auch noch eine kleine Veränderung, die ich gemacht habe, ist, dass ich die Leserbilder jetzt immer am Ende zeigen werde. Es gab doch den ein oder anderen Hinweis, der gesagt hat, boah, das dauert doch immer ganz schön lange mit den Leserbildern, weil es einfach so viele Leserbilder sind. Deswegen kommen sie jetzt am Ende. Und hier nochmal der Hinweis, schickt mir eure Leserbilder bitte per E-Mail an die Adresse frank@astrofotocologne.de. Ich würde euch bitten, weil es so viele sind, weil mir das sehr viel Arbeit macht und weil es auch zum Zuschauen, wie ihr jetzt seht, irgendwie dann doch lang wird, bitte, bitte nicht einfach, wenn das Objekt vorgekommen ist in der Himmelsvorschau, eine Aufnahme aus dem letzten Jahr schicken oder so. Ja, ihr solltet wirklich nur Aufnahmen schicken, die inspiriert sind von diesen Himmelsvorschauen. Wenn ihr also ein Objekt gesehen habt in der Himmelsvorschau und habt gesagt, das möchte ich mal fotografieren und das dann auch fotografiert habt in der Folge, dann schickt mir das zu und bitte nur ein Bild. Es schicken immer noch Leute 6, 7 Bilder. Ja, es ist einfach ansonsten viel zu viel Arbeit und dann kann ich das leider nicht mehr machen in Zukunft. Jetzt aber zur Himmelsvorschau für den Januar. Und ihr seht hier den Sternenhimmel am 21. Januar 2023, denn in der Nacht des 21. Januars ist Neumond. Ich habe hier die Uhrzeit mal auf 23 Uhr gestellt. Normalerweise stelle ich sie immer auf 0 Uhr. Aber ja, es wird ja sehr früh dunkel und die erste Nachthälfte, da könnt ihr auf jeden Fall noch viele der Winterobjekte fotografieren. Und so sieht um 23 Uhr eben der Nachthimmel aus. Wir sehen die Sternbilder Großer Hund, Einhorn und Zwillinge. Die stehen sozusagen im Meridian und sind deswegen auch die ganze Nacht gut zu beobachten und zu fotografieren. Den großen Hund lasse ich jetzt allerdings mal raus. Der steht so tief und der Bogen, den das Sternbild dann beschreibt, der ist dann halt sehr klein. Das heißt, man hat nicht lange Zeit, Objekte im großen Hund zu fotografieren. Außerdem stehen die Objekte dort so tief, dass sie auch von der Lichtverschmutzung sehr stark beeinträchtigt werden, beziehungsweise von dem langen Weg des Lichtes durch die Atmosphäre. Somit steigen wir ein und ich nehme sozusagen noch ein paar Objekte des östlichen Orion mit, die ich in der Himmelsvorschau für Dezember weggelassen habe. Und das erste Standardobjekt, möchte ich sagen, ist Messier 78 im Sternbild Orion. Ich zeige euch hier eine Aufnahme von Fabian Nayer und es ist vielleicht eine der besten Aufnahmen, die es überhaupt gibt von diesem Objekt. M78 ist ein Dunkelnebel und Reflexionsnebel. Wir sehen hier aber auch noch leuchtendes Wasserstoffgas. Das leuchtende Wasserstoffgas gehört aber zu einem viel größeren Bogen. Das ist Barnard's Loop, den ihr wahrscheinlich auch kennen werdet im Orion. Und ja, also M78 per se ist ein Reflexionsnebel. Wir sehen aber auch Dunkelnebel, denn klar, diese Reflexionsnebel entstehen immer in Dunkelnebel. Deswegen hat man meistens beides vorliegen. Ihr kennt das ja schon bei Reflexionsnebeln, dort helfen keine Lichtverschmutzungsfilter bzw. Schmalbandfilter, also hier von der Filterung nur mit dem UVIR-Cut-Filter fotografieren.
Dann ist es auch so, dass gerade bei Dunkelnebeln ja immer relativ lange Belichtungszeiten und ein sehr dunkler Himmel notwendig sind. Der Reflexionsnebel an sich, also das Blaue hier in dem Bild, das kommt auch schon relativ schnell raus bei geringeren Belichtungszeiten oder auch bei etwas Lichtverschmutzung. Aber um diesen 3D-Effekt hier, dieser schwebenden Dunkelnebel zu bekommen, da braucht es eben den dunklen Himmel und die langen Belichtungszeiten. Natürlich, wenn ihr jetzt dieses große Feld hier habt, wie der Fabian das fotografiert habt, dann könnt ihr natürlich noch, um den Barnard's Loop mitzunehmen, zum Beispiel mit einem Dual-Narrowband-Filter oder mit einer Monokamera mit einem H-Alpha-Filter, extra noch H-Alpha-gefilterte Aufnahmen machen, um das noch aufzupeppen, um diese roten Gasnebel noch deutlicher zu zeigen. Von den Brennweiten, M78 ist nicht riesengroß. Ja, man kann also sehr gute Ergebnisse erzielen, wenn man mit langen Brennweiten fotografiert. Dann kann man die Details in diesem Reflexionsnebel und in diesen kleinen Dunkelnebeln, die es da noch gibt, natürlich schön zeigen. Und das ist auf jeden Fall auch ganz wunderbar. Hätte ich auch ein Beispiel für raussuchen können, aber habe mich eben für dieses Beispiel hier entschieden. Aber das Umfeld ist eben so interessant, dass ihr auch mit geringen Brennweiten, sagen wir mal um die 500 mm, hier tolle Ergebnisse erzielen könnt. Kleiner Tipp noch, quasi genau gegenüber gespiegelt auf der anderen Seite des Barnard Loops, da ist noch der Boogeyman-Nebel, den habe ich jetzt explizit hier nicht gezeigt und auch keine Aufnahme gezeigt, wo der drauf ist. Aber auch den kann man noch in einem größeren Feld mit draufnehmen. Ist auch so ein Dunkelnebel eingefasst in H-Alpha-Nebelschwaden und ja, ist auf jeden Fall auch ein tolles Objekt. Dann gehen wir mal ins Sternbild Einhorn. Das steht ungefähr auf der gleichen Höhe wie der Orion und beinhaltet einige spannende Deep Sky Objekte. Und eines der spannenden und auch sehr bekannten Deep Sky Objekte ist NGC 2264. Der sogenannte Konusnebel. Warum das Ding Konusnebel heißt, das könnt ihr an dieser konischen Form sehr gut erkennen. Etwas oberhalb von diesem Konusnebel, dort sind so ja, H-Alpha-Schwaden, die an ein Fuchsfell erinnern. Deswegen wird dieser Teil des Nebels dann auch Fox-Fur-Nebel genannt. Und manchmal ja, wird dieser Nebel auch Weihnachtsbaumnebel genannt. Dieser Konus sieht so ein bisschen aus wie ein Weihnachtsbaum, aber ich glaube, hier liegt eine kleine Verwechslung vor. Denn wie ihr seht in dieser Aufnahme hier, da gibt es noch einen Sternhaufen, das ist NGC 2259. Und dieser Sternhaufen, der wird Weihnachtsbaumsternhaufen genannt. Also hier wird vielleicht ab und zu was durcheinander geworfen. Ja, weil dieser Nebel eben auch so ein bisschen wie ein Weihnachtsbaum aussieht. Ist ein häufiges Objekt, wenn es um Weihnachtsgrüße geht, ja, von Astrofotograf zu Astrofotograf, wird häufig dieser Nebel genommen. Man sieht in dieser Aufnahme, die hier im Hochformat aufgenommen wurde, dass das ein riesiges Nebelgebiet ist und der Konusnebel nur ein Teil dieses riesigen Nebelkomplexes. Das heißt, ihr könnt euch hier wirklich austoben. Es gibt viele einzelne Deep Sky Objekte in diesem Riesengebiet drin. Ihr könnt den Konusnebel mit langen Brennweiten separat fotografieren. Ihr könnt den Fuchsfellnebel separat aufnehmen. Es gibt auch noch hier Hubble's Variable Nebula rechts unten. Da gehe ich aber später noch dediziert drauf ein. Und natürlich auch den Weihnachtsbaumsternhaufen könnt ihr an sich als Sternhaufen mit etwas längeren Brennweiten aufnehmen. Aber ihr seht hier in dieser Übersichtsaufnahme, dass man diesen ganzen riesigen H2-Nebelkomplex eben auch mit geringen Brennweiten aufnehmen kann. Hier könnt ihr euch also wirklich austoben an dieser Gegend. Ja, verschiedene Brennweiten könnt ihr einsetzen und ja, dadurch, dass hier viel H-Alpha Nebel sichtbar sind, könnt ihr natürlich auch mit Dual Narrowband Filter bei Farbkameras oder eben mit einem H-Alpha Filter bei Monokameras hier tolle Ergebnisse erzielen. Etwas nordwestlich von diesem H2-Nebelkomplex, dort steht ein großer Reflexionsnebel, das ist IC447 oder auch IC2169 Dreyer's Nebula genannt. Auch hier haben wir wieder den Klassiker, das ist wirklich so ein schöner tropfenförmiger Reflexionsnebel, der übrigens relativ groß ist, deswegen kann man hier auch mit geringen Brennweiten schon einen Schusswagen, zum Beispiel mit 500 mm Brennweite, kann man dieses Objekt auch schon sehr schön fotografieren. Es gibt hier noch nebenan einen kleineren Reflexionsnebel, der da noch etwas daneben steht, den kann man da noch mit draufnehmen. Ja, und wie vorhin schon bei M78 gesagt, das ist eigentlich immer das
Gleiche. Hier kann man nichts mit Schmalbandfiltern oder mit Light Pollution Filtern reißen. Das heißt, ihr braucht hier wieder die mondlosen Nächte mit dunklem Himmel draußen auf dem Land. Optimalerweise mit einem schnellen Öffnungsverhältnis, also F5, F4 und vielleicht sogar noch schneller. Und dann braucht ihr lange Belichtungszeiten, um dieses Objekt zu belichten. Ich habe in meinen Anfängen als Astrofotograf dieses Objekt mal belichtet und auch hier wie bei M78 ist genau das gleiche. Also dieser Reflexionsnebel, das Blaue hier, das kommt auch schon bei relativ geringen Belichtungszeiten gut raus. Aber um eben diesen schwebenden 3D-Effekt zu bekommen, dafür braucht es die langen Belichtungszeiten. Nördlich des Orion oder im nördlichen Teil des Sternbild Orions, für mich gefühlt ist es eigentlich schon im Sternbild Zwillinge, aber offiziell gehört das Objekt noch zum Orion, befindet sich NGC 2174 und das ist der Monkey Head Nebula. Wenn man sich das anguckt, ein bisschen länger hinschaut, dann erkennt man da auch diesen Affenkopfnebel oder diese Affenkopfform. Die Aufnahme, die ich euch hier zeige, die ist von Mark Hansen und der Monkey Head Nebula. Ja, das ist ein sehr beliebtes Objekt. Der ist nämlich relativ hell, also auch für Anfänger gut geeignet, aber er ist sehr scharf abgegrenzt und ja, relativ klein. Der ist nicht wirklich winzig wie so ein planetarischer Nebel, aber auch nicht so groß wie jetzt andere Gasnebel. Und deswegen ist es so eine Sache, wenn ihr den jetzt zum Beispiel mit 500 mm Brennweite aufnehmt, das geht schon, aber der wirkt dann immer im Feld etwas verloren. Deswegen habe ich hier eine Aufnahme mit ordentlich Brennweite rausgesucht. Dann wird dieses Objekt nämlich formatfüllend dargestellt und dann wirkt er wesentlich, ja, einfach beeindruckender. Was ich damit sagen will, ist, ihr könnt das Objekt mit 500 mm bereits aufnehmen. Man wird dann auch schon Details in dem Nebel erkennen, aber mit mehr Brennweite macht das einfach mehr Spaß, weil in diesem Nebel, dort befinden sich auch so Dunkelnebelfilamente und ganz kleine Dunkelnebel, die sehr dicht sind. Das sind die sogenannten Bock-Globulen, die man in diesem Nebel auch sehr gut fotografieren kann. Und da ist eine lange Brennweite, also sagen wir mal 1000 mm Brennweite und mehr, machen dann schon richtig Spaß. Da es sich um einen klassischen Emissionsnebel handelt, könnt ihr hier mit allen möglichen Filterungen hantieren. Also ihr könnt die normalen RGB mit UV-IR-Cut-Filter Aufnahmen machen, sprich mit einer DSLR, mit einer Farb-Astro-Kamera, einfach ohne spezielle Filter fotografieren und bekommt dann die gesamte Farbpalette dieses Nebels auf den Chip. Ihr könnt aber auch, wenn der Mond zum Beispiel dazwischen funkt oder eure Bedingungen nicht ganz so gut sind durch Lichtverschmutzung, dann könnt ihr hier mit Schmalbandfiltern auch einiges reißen, bis hin zu reinen Schmalbandaufnahmen. Das Objekt ist also auch wirklich sehr gut geeignet, um zum Beispiel eine sogenannte Hubble-Palette zu erstellen oder eben reine Schmalbandaufnahmen mit einem Duo-Narrowband-Filter zu machen. Ich habe es ja schon gesagt, das Objekt ist auch relativ hell. Das heißt, ihr müsst hier nicht 10, 20 Stunden belichten, um hier eine schöne Aufnahme zu machen. Ihr werdet wahrscheinlich, es kommt natürlich immer aufs Öffnungsverhältnis an, aber auch nach 2 Stunden Belichtungszeit schon ordentlich Signal bekommen. Dadurch, dass dieser Nebel auch sehr kompakt ist, ja, kann man hier mit geringen Belichtungszeiten eigentlich auch schon einiges erreichen. Deswegen ist es auch ein beliebtes Anfängerobjekt. In den Zwillingen, genau genommen am Fuß des einen Zwillings, wenn man so will, dort befinden sich spannende Deep Sky Objekte und eines dieser Deep Sky Objekte, das ist IC443, auch Quallennebel genannt. Die Aufnahme, die ich euch hier zeige, das ist ein kleiner Ausschnitt aus einer Aufnahme, die ich selber gemacht habe. Das würde so ungefähr dem APS-C-Format entsprechen. Das Feld war aber noch deutlich größer, weil ich das Ganze mit einer Vollformatkamera aufgenommen habe. Ich habe das aber hier dann ein bisschen gekroppt. Die Aufnahme habt ihr gesehen, wenn ihr zum Beispiel das Video zur QRY-600 angeschaut habt oder den Artikel dazu in Sterne und Weltraum gelesen habt. IC443, der Quallennebel, das ist nur dieser Supernova-Überrest, der dort rechts unten im Bild zu sehen ist mit diesen Filamenten, der so ein bisschen aussieht wie so ein Gehirn oder sowas in der Richtung. Ja, aber ihr seht, dass drumherum noch ein viel größerer Nebelkomplex ist. Der besteht ja aus H2, aus einer großen H2-Region. Eingebettet darin sind auch noch kleine Reflexionsnebel, wie man hier sehen kann. Und das zeigt euch, dass ihr hier ja wieder
mit ganz unterschiedlichen Ansätzen an diese Objekte rangehen könnt. Ihr könnt, wie ich es hier gemacht habe, ein großes Wide Field, so nennt man das dann, machen. Also mit geringeren Brennweiten wie hier, zum Beispiel mit plus minus 500 mm Brennweite einer großformatigen Kamera, könnt ihr diesen kompletten Nebelkomplex inklusive der Reflexionsnebel und der großen H2-Gebiete aufnehmen. Dann würde ich euch empfehlen, erstmal möglichst viel Zeit ohne spezielle Filter zu verwenden. Ich sage es immer wieder, UVIR-Cut-Filter, der sollte immer drin sein, aber jetzt keine Schmalbandfilter. Bei dieser Aufnahme hier habe ich aber zusätzlich diese langen RGB-Aufnahmen noch mit einem H-Alpha-Filter oder mit einer H-Alpha-Aufnahme angefüttert, um eben diese ganze H2-Region noch im Kontrast zu verstärken. Wenn ihr jetzt mit längeren Brennweiten, sagen wir mal so ab 800 mm Brennweite, den Qualnebel EC443 wirklich im Porträt fotografieren wollt, dann lohnt sich in jedem Fall Schmalbandfilter und hier vor allen Dingen auch ein Schwefelfilter. Also für Leute mit Monokamera ist das ein sehr dankbares Objekt, denn dieser Supernova-Überrest, der zeigt vor allen Dingen auch im Schwefel ordentlich Signal und das sieht man dann, dass in der Darstellung der Hubble-Palette dieses Objekt meistens dann sehr gelb rauskommt. Was ihr bei langen Brennweiten und bei diesem Objekt auch benötigt, ist gutes Seeing, denn diese Filamente, die haben es in sich und die, die wollen richtig rausgekitzelt werden und die wollen sehr scharf sein. Ansonsten verwaschen die ziemlich und das sieht jetzt nicht per se schlecht aus, aber hier könnt ihr so richtig mal, was Auflösung angeht, ja, zeigen, was euer Equipment, was euer Himmel drauf hat und da kann man dann unter Umständen wirklich beeindruckende Aufnahmen machen mit tollen Details in diesen filamentartigen Strukturen. Ganz in der Nähe dieses Objektes befinden sich zwei wunderschöne offene Sternhaufen. Das ist zum einen M35 und NGC-2158, beide auch in den Zwillingen am Fuß des einen Zwillings sozusagen. Das ist ein wunderschönes Objekt, steht sehr frei und der M35 enthält viele blaue Sterne, wie man hier sehen kann. Das ist auch ein Sternhaufen, der uns näher ist, gleichzeitig aber auch jünger ist, deswegen viele blaue Sterne enthält und der NGC-2158, der steht deutlich weiter weg, wenn ich mich richtig erinnere, so fünfmal weiter weg wie M35 und ist deutlich älter, deswegen sind die Sterne auch eher gelb-rot gefärbt. Und dieser Farbkontrast, der ist einfach total schön und dieses Objekt ist sehr dankbar. Man kann hier mit relativ geringen Belichtungszeiten, vielleicht auch bei ein bisschen Lichtverschmutzung oder wenn der Mond schon ein bisschen scheint, schon eine tolle Aufnahme machen. Wichtig bei so einem offenen Sternhaufen ist immer, ja, auch hier keine Filterung zu verwenden, denn durch irgendwelche Schmalbandfilter oder Lichtverschmutzungsfilter würden die Sternfarben verfälscht werden und kommen dann nicht so schön raus wie hier in dieser tollen Aufnahme von Hermann von Eif. Was die Brennweiten angeht, ist man auch etwas flexibel. Man sollte jetzt nicht mit einem 200 mm Teleobjektiv vielleicht fotografieren, aber ab 500 mm wird das Ganze spannend. M35 ist von der Fläche her schon relativ groß, macht also auch schon bei geringeren Brennweiten Eindruck. Und dadurch, dass man hier ja quasi das Feld aufnimmt und gleich zwei offene Haufen in einem Bild hat, hat man auch eine schöne formatfüllende Aufnahme auch schon bei 500 mm Brennweite, aber ein bisschen mehr macht hier noch mehr Spaß. Also 800 mm würde ich beinahe so als ideal für dieses Objekt Paar ansehen. Und wenn ihr mit längeren Brennweiten fotografiert, müsst ihr beinahe schon entscheiden, welchen der beiden Sternhaufen ihr fotografieren wollt. Im Sternbild Einhorn befindet sich das Objekt des Monats, nämlich der Rosettennebel NGC-2244. Wenn man sich das anschaut, weiß man auch, warum das Rosettennebel heißt. Der sieht so aus wie so ein Blütenkelch von einer Rose, wenn man von oben drauf schaut. Das Objekt ist sehr groß, es ist sehr hell. Man kann es relativ leicht finden, wenn man vom Orion ausgeht. Dann hat man das auch zum Beispiel im Fernglas sehr leicht eingestellt oder auch im Sucher kann man ihn vielleicht schon erkennen. Es ist daher ein interessantes Objekt und vielleicht
eines der besten Objekte für Anfänger in der Astrofotografie. Meiner Meinung nach zum Beispiel ist es sehr viel leichter zu fotografieren wie M45. Der Nebel ist hell, aber er hat nicht diese Riesendynamik. Das heißt, es gibt nicht Bereiche, wo man aufpassen muss, dass Teile des Nebels überbelichtet werden, also das sogenannte Ausbrennen. Ist relativ gleichmäßig in der Helligkeit, natürlich nicht komplett. Ja, wie gesagt, sehr groß, sehr hell, also insgesamt in der Helligkeit sehr hell. Ein tolles, dankbares Objekt. Das Umfeld dieses Nebels ist auch aufgeräumter wie zum Beispiel M45. Es gibt nicht so viele Dunkelnebel, die dann zum Beispiel bei der Gradientenentfernung Probleme machen. Man kann das Objekt also relativ leicht darstellen oder auch freistellen, so wie ich es hier in dieser Übersichtsaufnahme zeige. Auch kann man mit allen Brennweiten an dieses Objekt rangehen, also bereits mit 500 mm Brennweite, ich sage mal plus minus, das ist so ein Bereich, ja, um die 500 mm Brennweite, kann man hier relativ formatfüllend das Objekt schon zeigen. Wie gesagt, hier in der Aufnahme, die ich selber angefertigt habe, kann man das ja sehen. Man kann dann schon beeindruckende Aufnahmen machen, aber selbstverständlich mit langen Brennweiten kann man sehr, sehr viele Details im Zentrum dieses Nebels noch darstellen. Dort gibt es Bockglobulen, dort gibt es schöne filamentartige Strukturen, einen offenen Sternhaufen. Hier kann man sich also auch mit langen Brennweiten richtig austoben und das macht sehr viel Eindruck, wenn man hier auch mit langen Brennweiten fotografiert. Von der Filterung, dadurch, dass es ein klassischer Emissionsnebel ist, spricht hier alles gut an. Also egal, ob ihr einen Duo Narrowband Filter verwendet, werdet ihr gute Aufnahmen machen können. Wenn ihr mit einer Monokamera arbeitet und Schmalbandfilter H-Alpha O3S2 belichtet, kann man tolle Aufnahmen machen in der Hubble-Palette, aber auch ganz normal unter mondlosem Himmel ohne solche Schmalbandfilter oder Lichtverschmutzungsfilter kann man wunderschöne Farben erzielen und ja, dann diesen Nebel im RGB darstellen, was auch immer sehr toll aussieht. Man kann selbstverständlich auch dann Kombinationen machen und diese verschiedenen Filterungen kombinieren. Also es ist insgesamt für jeden, für Anfänger und für fortgeschrittene oder weit fortgeschrittene Astrofotografen immer ein lohnenswertes Objekt. Ich habe gerade gesagt, es ist ein klassischer Emissionsnebel. Was heißt das eigentlich? Also typisch für solche Emissionsnebel ist, dass sich im Zentrum eines solchen Emissionsnebels meist ein Sternhaufen, ein offener Sternhaufen befindet, der aus jungen heißen Sternen besteht, die von der Spektralklasse vom Typ O oder B sind. Diese O- oder B-Sterne, die strahlen eine sehr hohe Energie aus, vor allen Dingen ist das UV-Strahlung. Und in solch einem Sternentstehungsgebiet, und das ist ein klassischer Emissionsnebel, dort gibt es unter anderem sehr, sehr viel Wasserstoffgas. Wasserstoff ist das einfachste Element, was es überhaupt gibt und das besteht nur aus einem Proton und einem Elektron. Ich habe das hier mal in einem Artikel aus Wikipedia, wurde das dargestellt in der Idee des Bohrschen Atommodells. Das ist natürlich ein sehr einfaches Modell, aber ihr seht hier, dass dieses Elektron, wenn man so will, in einer Wolke um diesen Kern, um diesen Atomkern drumherum kreist. Die UV-Strahlung dieser O- und B-Sterne, die ist energiereich genug, um dieses Elektron jetzt auf ein höheres Energielevel zu heben im Bohrschen Atommodell, also auf eine höhere Schale. Diesen Zustand würde man dann als Ionisation bezeichnen und deswegen spricht man hier eben auch von Ionisation, also dieses Wasserstoffgas wird ionisiert. Dieser Zustand der Ionisation, der ist aber gleichzeitig unstabil und irgendwann fällt dieses Elektron wieder in seinen ursprünglichen stabileren Zustand zurück. Dabei wird die Energie, die es vorher aufgenommen hat, frei und bei diesem Vorgang, der eben Rekombination genannt wird, entsteht dann dieses ganz typische Wasserstoffleuchten. Das ist ein Licht einer ganz speziellen Wellenlänge und wir reden hier von der H-Alpha-Linie. Überwiegend ist also das, was von so einem Emissionsgebiet, also von so einer H2-Region an Licht kommt, ist überwiegend rot leuchtendes Licht, weil es eben so viel Wasserstoff gibt.
In Wahrheit ist das aber so ein bisschen komplizierter, denn zum anderen gibt es noch andere Energiezustände, die dann auch ein spezielles Licht aussenden, zum Beispiel die H-Beta-Linie, die eigentlich eher so grün-blau ist. Und dann gibt es auch noch andere Gase in solchen Sternentstehungsgebieten, die auch auf die gleiche Art und Weise durch diese UV-Strahlung zum Leuchten angeregt werden, zum Beispiel der Sauerstoff. Aus unterschiedlichen physikalischen Gründen, unter anderem weil es so viel von dem Wasserstoff gibt, überwiegt aber das rote Leuchten des Wasserstoffs. Und diese anderen Bestandteile sorgen lediglich dafür, dass das Objekt ja nicht so komplett, ich sag mal, kaminrot ist, sondern eher so ein bisschen bläulichen Einschlag hat. Kann man sehr gut erkennen in RGB-Aufnahmen. Mit verschiedenen Filtern kann man natürlich diese ganz speziellen Linien auch herausfiltern und dann zum Beispiel mit einer Monokamera oder auch mit einem Dual Narrowband Filter, auch mit einer Farbkamera, kann man dann ein Objekt ganz gezielt in den Wellenlängen dieser schmalen Emissionslinien fotografieren. Hier sieht man mal den Rosettennebel im Licht des einfach ionisierten Wasserstoffs ganz links, des dreifach ionisierten Sauerstoffs in der Mitte und des zweifach ionisierten Schwefels ganz rechts. Man erkennt hier deutliche Unterschiede in den drei Bildern. Dabei ist eine Sache auffällig: beim Wasserstoff erscheint der Nebel wie eine Kugel. Vom Zentrum weg, also vom Sternhaufen weg, erkennen wir in alle Richtungen gleichmäßig verteilt das Wasserstoffleuchten. Das Sauerstoffleuchten ragt aber nicht ganz so weit in den Raum. Man sieht das im mittleren Bild. Dort scheint der Nebel kleiner zu sein, aber dennoch ist es so, dass vom Zentrum ausgehend das alles ziemlich gleichmäßig, wenn man so will, leuchtet. Nur beim Schwefel erkennt man eben nicht diese Kugelgestalt. Das ist vielmehr so hier beim Schwefel, dass die hellsten Bereiche, ja, so Knötchen und Filamente in den Randbereichen zu erkennen sind. Ich wage mich astrophysikalisch jetzt ein bisschen zugegeben aus dem Fenster, aber das lässt den Schluss zu, dass das Leuchten des Schwefels gar nicht vom Sternhaufen ausgeht. Wenn ich richtig informiert bin, entsteht das Leuchten des Schwefels durch die Energie, die frei wird, wenn die Strahlung auf das interstellare Medium trifft, also den Gas und Staub, in dem so ein Nebel, Gasnebel eingebettet ist. Jetzt erkennt ihr vielleicht auch, warum es nicht so viel Sinn ergibt, eine Hubble-Palette zu erstellen, wenn man ein Bild nur mit einem Dual Narrowband Filter aufgenommen hat, weil der Dual Narrowband ja nur O3 und H-Alpha aufnimmt und eben kein S2. Aber ihr seht ja, dass die Strukturen im S2 komplett andere sind wie in den anderen Wellenlängenbereichen. Das heißt, wenn ihr sowas macht, ist das eine reine Farbspielerei, ja, um irgendwie diesem Look der Hubble-Palette nachzukommen, aber wirklich astrophysikalisch Sinn ergibt das nicht. Diese gleichmäßige Kugelgestalt der Gasnebel wurde übrigens erforscht von einem Astronomen mit Namen Bengt Strömgren. Dieser hat festgestellt, dass sich diese Ionisation in einem ganz festen Radius abspielt. Jenseits der sogenannten oder des sogenannten Strömgren-Radius hört also das Leuchten des Nebels schlagartig auf. Die Gebilde, die dadurch entstehen, werden nach diesem Forscher dann eben Strömgren-Sphären genannt. Meistens ist es eine Ansammlung interstellarer Materie, also ein Dunkelnebel auf Deutsch gesagt, der solch eine Sphäre gar nicht kugelförmig erscheinen lässt, sondern für alle möglichen Einbuchtungen sorgt. Dafür gibt es viel mehr Beispiele. Ein Beispiel dafür ist der Pferdekopfnebel aus der letzten Himmelsvorschau. Nur im Fall des Rosettennebels kann man das sehr anschaulich sehen. Darum wird er gerne als Paradebeispiel einer Strömgren-Sphäre, zum Beispiel im entsprechenden Wikipedia-Artikel zur Strömgren-Sphäre genommen, um das anschaulich zu zeigen. Wie eingangs schon erwähnt, ist der Rosettennebel echt was für beinahe alle Brennweiten und Filterungen. Es ist ein Paradeobjekt für die Hubble-Palette und die Begründung, warum das so ist, habe ich euch auch gerade geliefert. Mit langen Brennweiten lassen sich beeindruckende Filamente im Nebel zeigen, sowie die sogenannten Bock-Globulen. Wenn ihr jetzt nicht so lange Brennweiten habt, dann gibt's noch was und damit kommen wir jetzt eigentlich schon zu den Exoten. Ich habe heute in der Himmelsvorschau nämlich 4 Exoten, nicht nur 3. Dann kommen wir zu einem Exoten, wenn ihr nämlich den Rosettennebel, wenn ihr da mal rauszoomt, wie in diesem Bild hier, dann erkennt man, dass ja der Rosettennebel, wie soll man sagen, eingebunden ist oder verwoben ist mit einem riesengroßen Supernova-Überrest. Und der gute Adam Block, der hat eine tolle Aufnahme hier gemacht. Da sieht man nur einen Ausschnitt
dieses Supernova-Überrest. Ich zeige euch aber gleich noch eine zweite Aufnahme. Die wurde mit einem Teleobjektiv gemacht und darin sieht man die eigentliche Ausdehnung dieses ganzen Supernova-Überrest. Hier lohnt es sich dann unter Umständen nur wirklich mit H-Alpha und vor allen Dingen mit O3 wirklich lange zu belichten. Denkt dran, der O3-Filter ist auch relativ anfällig für Störlicht, also für Lichtverschmutzung und für Mondlicht. Also solltet ihr auch besser bei wenig Mond und unter gutem Himmel im O3 fotografieren. Dann könnt ihr hier diese Filamente vor allen Dingen im O3 in diesem riesigen Supernova-Überrest noch darstellen. Das wäre beinahe ein Paradeobjekt für ein Teleobjektiv. Zum Beispiel mit 135 mm Brennweite, dann aber tatsächlich vielleicht mit Monokamera oder mit einer Farbkamera und einem Dual Narrowband Filter. Das ist kein leichtes Objekt und der Adam Block hat hier gut vorgelegt bei seiner Aufnahme. In dieser Aufnahme versteckt sich auch noch ein PN, der wurde vom deutschen Astrofotografen Marcel Drechsler entdeckt. Kommen wir jetzt zu den Exoten im Januar und diesen ersten Nebel, den ich euch zeige, NGC 2261, den habe ich vorhin schon erwähnt. Der befindet sich nämlich in unmittelbarer Nähe, etwas südwestlich des Konusnebels. Und dieser Nebel, der wird auch Hubble's Variable Nebula genannt. Das ist ein Reflexionsnebel, ein trichterförmiger Reflexionsnebel. Das Spannende ist hier, dass dieser Nebel eigentlich zwei Trichter auswirft, also da ist ein Stern in einem Dunkelnebel und durch seine Strahlung hat er sich zwei Löcher in diese Dunkelwolke hinein, Gefräß hinein gebohrt und dadurch entstehen diese Trichter und in diesen einen Trichter können wir so ein bisschen von schräg oben reinschauen und so erklärt sich die Form dieses Hubble's Variable Nebula. Ja, dass sich um einen Reflexionsnebel handelt, ist es hier nicht sinnvoll mit irgendwelchen Schmalbandfiltern zu fotografieren. Auch hier müsst ihr wieder einfach nur mit einem UV-ER-Cut-Filter fotografieren. Der zentrale Teil dieses Reflexionsnebels, der ist relativ hell. Also das ist jetzt kein schwacher Nebel, aber der Nebel ist relativ klein. Die Aufnahme, die ich euch hier zeige, die ist wirklich eigentlich komplett außer Konkurrenz. Die wurden nämlich mit einem Profi-Teleskop mit einem 1,3 Meter Spiegel am Skinakas Observatory aufgenommen von einem professionellen Astronomen. Ich hatte nur das Glück, dass ich diese Aufnahme bearbeiten durfte und wollte sie euch nicht vorenthalten, aber wahrscheinlich werdet ihr das in dieser Detailtreue mit kleineren Amateurteleskopen so nicht fotografieren können. Auch die Belichtungszeiten sind unverschämt klein, dadurch, dass es sich hier wirklich um eine professionelle und hochempfindliche Kamera handelt. Ihr braucht also wahrscheinlich etwas mehr Belichtungszeit, um den Nebel zu fotografieren, und aber trotzdem lange Brennweiten, so ab 1000 mm Brennweite würde ich hier schon empfehlen. Das Ding heißt Hubble's Variable Nebula, weil der seine Form ständig verändert. Also diese Trichterform, die verändert sich nicht, aber man sieht immer wieder kleine Veränderungen in dem Nebel, die wahrscheinlich einfach ein gewisses Schattenspiel darstellen durch diesen Stern, der sich dort im Inneren befindet, und irgendwelchen Dunkelwolken, die dann tatsächlich Schatten werfen. Es gibt sogar Animationen dieses Nebels, wo Aufnahmen über Monate hinweg immer wieder gemacht wurden oder über Jahre hinweg immer wieder gemacht wurden, und dann sieht man tatsächlich dort interessante Veränderung. Ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Objekt. Ich finde das wahnsinnig aufregend, dass man da quasi beinahe in Echtzeit der Sternentstehung zusehen kann. Gar nicht so krass exotisch eigentlich im Sinne von schwer zu fotografieren. Das sind diese Nebel hier, die ich euch in dieser Aufnahme zeige. Das ist Sharpless 280, 282 und 284. Die befinden sich auch im Einhorn, und zwar etwas südlich des Rosettennebels. Ich habe bei der Suche nach Exoten diese Nebel einfach mal genommen, weil es relativ wenige Aufnahmen davon gab und mir waren die auch so gar nicht im Bewusstsein. Man findet zwar von Sharpless 280 ein paar Aufnahmen, aber so, das ist hier die einzige Aufnahme, die ich gefunden habe, die diese drei Nebel in dieser schönen diagonalen Kette
zeigen. Es gibt hier auch noch eine Menge offene Sternhaufen in der Gegend und wenn man hier mal richtig lange belichten würde, dann kämen da bestimmt noch spannende kleine Dunkelnebelfilamente zum Vorschein. Jetzt ist das Ganze irgendwie schwierig, weil ihr braucht dann schon, um lange Belichtungen zu machen, vielleicht ein, zwei klare Nächte im Winter, jetzt im Januar. Und es wäre aber mal lohnenswert, da wirklich von diesem großen Feld ja eine sehr tiefe Aufnahme zu machen. Und dann hättet ihr eine Aufnahme, die man nicht so häufig sieht. Weil natürlich die Klassiker, die ich euch zeige, wie den Rosettennebel und auch die anderen Klassiker, die ich euch zeige, die sieht man ständig. Aber diese drei Nebel sieht man nicht, sehr selten. Und deswegen habe ich sie hier unter die Exoten mal mit reingenommen. Würde mich freuen, wenn der eine oder andere da mal eine richtig schöne Aufnahme von machen würde. Diese drei Nebel, das sind ja auch klassische H2-Regionen. Von Sharpless 280 findet man ab und zu auch Aufnahmen in der Hubble-Palette. Aber grundsätzlich würde ich hier jetzt nicht, weil die Nebel relativ klein sind, auf die Hubble-Palette gehen. Die Hubble-Palette wirkt besser bei größeren Nebeln. Ich würde hier, wenn, dann im RGB fotografieren oder das Ganze vielleicht noch mit dem H-Alpha-Filter ein bisschen pushen, also zusätzliche Aufnahmen im H-Alpha machen, diese Aufnahmen dann miteinander verheiraten, vermischen, um diese Gasnebel ein bisschen zu pushen. Aber das Umfeld dieser Nebel ist, wie ich vorhin gesagt habe, auch sehr spannend und deswegen ist das hier kein klassisches Schmalbandobjekt in dem Sinne. Das letzte Objekt für heute, das ist NGC 2170, wird manchmal auch Angel Nebula genannt und das ist für mich vielleicht einer der schönsten Nebel, die es überhaupt am Nachthimmel zu sehen gibt. Und ich habe dieses Objekt für mich zum ersten Mal entdeckt, als ich die Seite von Bernhard Hubel sehr häufig angeschaut habe vor vielen Jahren, wo mir eigentlich beinahe jede Aufnahme wahnsinnig gut gefällt. Und da habe ich dieses Objekt gesehen und habe gedacht, wow, das kannte ich noch gar nicht. Mittlerweile wird er relativ häufig fotografiert, aber für mich war der vor ein paar Jahren zumindest noch ein wirklicher Exot. Und es ist ein schwieriges Objekt. Es ist wieder so ein Dunkelnebel, Reflexionsnebel. Wir sehen ganz wenig H-Alpha hier. Das sieht man so beinahe violett schimmern. Und ja, das Ding steht relativ tief am Himmel. Ja, so zwar noch auf Höhe des Orions, aber eher so im unteren Teil des Orions. Das heißt, Lichtverschmutzung, der lange Weg durch die Atmosphäre, das sind alles Probleme, die hier eine richtig gute Aufnahme sehr schwer machen. Deswegen zeige ich euch quasi so ein bisschen als Zückerchen am Ende diese Aufnahme von Wolfgang Promper. Und der hat diese Aufnahme ja unter wirklich fantastischen Bedingungen, nämlich in Namibia gemacht, wo dieses Objekt hoch oben im Zenit steht. Und mit einer Ausrüstung, nach der wir uns alle nur die Finger lecken können. Das ist wirklich, ja, sowohl was die Aufnahmebedingungen, die Ausrüstung angeht, aber auch das Können hier in der Bildbearbeitung von Wolfgang Promper, Astrofotografie, auf allerhöchstem Niveau. Und mit dieser tollen Aufnahme möchte ich mich verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Es waren hoffentlich wieder inspirierende Dinge dabei für euch. Und wie ich anfangs schon gesagt habe, kommen jetzt dann noch am Ende dieses Videos die Bildeinsendungen, für die ich mich auch ganz recht herzlich bedanke. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao und Clear Skies, euer Frank.